Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed 3. So, wir sind auf dem Weg. Ja, nach Boston zu unseren. Halt! Oh. Was ist dein Begehr? Mein Begehr ist, nicht zu sterben. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Jawohl, grimmischer Mann. Das werde ich. Es ist nicht Bunker Hill. Hi, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Ah ja. Oh, Kanonenschläge, man hört's. Bunker Hill. Okay. Putnam ist gleich davor. Du kannst ihn nicht fassen. Ich gebe nicht auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. Unsere Befehle stammen von Männern, die so weit entfernt sind, dass die Vernunft uns nötig. Aber ich bin alles da. Da habt ihr es. Ich gehe jetzt zum Bunker hin. Guten Tag, Gentlemen. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich hisse diese Flagge, wenn ich Erfolg habe. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Ah ja, wenn du so lange willst. Okay. Da werden wir mal ganz kurz mal ein Schiff ausschalten müssen. Da sterben Leute links, rechts und da passiert nichts. Okay. Ganz Gebäude stürzen ein. Nein! Da lang! Okay, hier rüber. Warum schießt er gegen die Häuser? Stirbt! Ja, natürlich habe ich jetzt schon. Oh! Ich komme da nicht mal hoch. Jetzt aber. Einen Moment. So. So. Papa, mach das mal fix hier, hä? Uff. Nein! So, nachladen. Schneller, schneller, schneller. Banner. Okay, los geht's.
auf das Schiff unentdeckt kommen. Ernsthaft unentdeckt. Das wird schwierig. Okay, unentdeckt. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Super. Na gut. Dann halt. Da so. So, was muss ich jetzt kaputt machen? Ach. Ja, okay, komm. Jetzt stirb doch. Und was soll ich jetzt hier machen? Ach. Ich lege eine Bombe. Das ist damit gemeint. Okay. Ach, wenn ich das schon so weit versaut habe, dann kann ich auch den Rest versauen. Also. Hier brauche ich jetzt auch nicht unbemerkt hoch. Das heißt einfach hoch und platt machen. Aber ich nicht. Mensch, jetzt stirb. Vollends Rückgrat rein. Okay. Das nächste Schiff ist kaputt. Puh, dann ist das auch weg. Achtung! Rums hat's gemacht. Ich muss noch die Flagge essen, ja super. Und wieder zurück. Naja, was soll's. Ja, ach, da sind wir schon mal richtig. Wo wir eh hier hoch müssen. So. Hoch da. So, dann hier hoch. Ah, Connor. Warum ist er weggerutscht? Ach, Menno, ernsthaft? Wie, die leben wieder alle? Ach, komm, runter da. Naja, wenn die jetzt nochmal alle leben. Okay. Ernsthaft, du entkommst mir nicht, sagst du. So. Es wäre schon wieder passiert.
So. Oh, meine Fresse. Das erste amerikanische Schiff. Yay! Achso. Ach, ich brauchte nur eins. Okay, cool. Ich musste also nur ein Schiff machen. Ja, ich habe alles versaut. Naja, was soll's. Oh. Naja, die Kanonen schweigen schon mal. Das ist schon mal ganz okay. Also von der Seeseite aus. Ob das damals auch wirklich so war, dass so ein Indianer geholfen hat, oder... Ja? Weil das ist ja eigentlich so eine historische Geschichte. Ja, eigentlich. Ja? Ist das so die Frage. Hat wirklich mal einer von außerhalb mitgeholfen, sozusagen? Indianers oder sonst was? Ja? Naja, keine Ahnung. Ich bin kein Amerikaner, der sich mit dieser Geschichte gut auskennt. Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Oh, er läuft alleine. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin. Und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Wartet Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Naja. Wird schwierig aus der Entfernung. Gott verdammt mich! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pinker? Er verließ Boston, wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Mountain Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gewichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Okay. So, wartet mal einen Moment. Wir rüsten mal unser Bogen aus. Das schafft ihr irgendwo überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Ja, super. So. Schuss! Achtung! Achtung! Die schießen! Wunder! Entdeckung! Okay. Beschuss! Ach Mist! Es geht los! Schuss, Achtung! Achtung! Die schießen! Runter! Los, runter! Runter! Nein! Connor! Deckung! Oh mein Gott! Geht in Deckung!
So, jetzt muss er wieder Ausdauer wenigstens regenerieren. Ja, generier. Oh, Mist. Na, Mist. Okay. So. Ja, naja, ging halt nicht anders. Schade. Okay. Ich wollte ja ohne Beschuss durchkommen, aber naja, es ging halt nicht. Ach so, man hätte irgendwie über Bäume klettern können. Ach, Menno. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. Limit für Rotröcke. Ich laufe weiter außenrum noch. So. Okay. Meter noch. Okay. Ja. Bis hier ein Combo. So. Der Baum sieht doch ganz gut aus, hä? Wie soll ich den jetzt töten? Weil ich dachte, ich kann auf die Fahnenstange da springen. Aber das geht gar nicht. Ich will nur was gucken. Mit Tab sehe ich das. Limit für eliminierte Rotröcke. Pitcock per Luftattacke eliminieren oder ohne entdeckt zu werden. Ja. Oh. Ja, das war's wohl mit Luftattacke. Ach, naja, was soll's. Ach, stirb. Wartet mal. Oh.
erstmal hier offenes Feld bekommen, so. So. Ach, Mist! Na, entwaffnen, warum konnte ich nicht? Nochmal. Ah, Mist. Nee, Verteidigung kann ich auch nicht durchsprechen, mehr Leertaste. Na gut. Okay. Nein! Oh, das ist ja schwierig, wenn ich keine Luftattacke schaffe. Okay, also nochmal das Ganze. Ganz in Ruhe. Erstmal rausholen. Die kleine Klinge. Aufpassen, nicht, dass ich hier irgendwie offen rumlaufe dann. Ich habe ja auch sonst irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie, dass er hier so rumläuft. So. Schnell hier rüber. Warten, bis die Wache vorbei ist. Ja, nicht, dass er so verbuggt ist und sich nicht bewegt, deswegen. Setz dich mal dahin, genau. So. Okay. Yeah! Wir haben's. So einfach. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum Sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten Sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann. Aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahan yonere ne otena am dasetakwe. Dinio ne yahotena tam dasetakwe.
Es ist besser, an irgendetwas zu glauben, keine Ahnung. Wie kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Okay. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Die Schlacht von Bunker Hill. Ja, war nicht so ganz erfolgreich von mir. Naja. Was soll's. Sequenz 7 beendet. Gut, dann verlasse ich euch jetzt hier, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao euch.